Na, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer will Beef. Ja, herzlich willkommen. Na, heute mit dem Daniel. Ne? Man könnte ja schon sagen, fast ein Kindheitsfreund. Ne? Naja, klar, kann man sagen. Auf jeden Fall ein Jugendfreund aus alten Zeiten. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ja, Digga, bestimmt schon 12, 13 Jahre, locker noch mehr sogar, wa? Locker, ne? Du fährst gerade falsch, mein Bruder. Scheiße. Müssen wir wieder umdrehen, richtig. Ja, Freunde, heute geht's, ich kann es ja schon mal ganz kurz anspoilern, wir waren schon tausendmal da, aber ist egal. Ich habe in meiner Instagram-Story euch gefragt, ob ich nochmal zum 3-millionsten Mal dahin soll, weil wir haben ja so eine Döner-Rangliste und da wurde auf jeden Fall noch nicht gerankt, der Döner. Der Döner von Shang, ihr kennt ihn alle. Der muss gerankt werden. Ja, da gibt es sogar Ente-Cross-Döner, Digga. Das ist ein Vietnamese, der macht Döner. Unter anderem auch Ente-Cross-Döner. Den hast du noch nie gegessen, ne? Der habe ich noch nie gegessen. Deswegen nehme ich dich mit, auch für die Allgemeinheit, als unparteiische Meinung. Weil für mich ist es, ja, ich weiß nicht, ist für mich der beste Döner Deutschlands. Ich habe letztens gesagt, wenn mich jemand vor die Wahl stellen würde, nie wieder die drei besten Döner Berlins oder nie wieder Shang, würde ich, ohne mit der Wimper zu zucken, sagen, nie wieder die drei besten Döner Berlins. Ich bin gespannt, was du heute dazu sagst. Bin ich auch gespannt. Ja, wie gesagt, seit 13 Jahren dabei. Ich habe seine Anfänge mitbekommen. Erzähl mal kurz, was du machst. Musikvideos. Musikvideos, Imagevideos, Film und Fernsehen, alles. Mit genau, dabei. Wir können ja mal kurz was einblenden. So, dein letztes Video war stark. Wollen wir mal kurz was einblenden? Shadow, auf jeden Fall, aus Thailand. Genau. Room. Gebt euch Room. Ore no hontou no na wa Trafalgar D. Waterloo. Ja, wir haben ja sozusagen zusammen angefangen. Du warst noch bei den ersten, du musst wieder zurück, ne, mein Bruder? Ja, ich drehe jetzt um. Bei den ersten Anfängen warst du auch schon damals dabei von Blocky TV. Ja, stimmt. Kannst du das Intro noch? Ach, dieses mit den Geschwüren. Ja. Ich weiß so, das Blocky. War geil, das war Legende. TV. Das war Legende. Ich blende es auch mal ganz kurz ein. Krass, das ja, waren stimmt. Die Anfänge sozusagen. Blocky! TV. Das war krass. Ja, und dann mit diesem Dickerchen-Video und so. Na komm, das sind jetzt die Insider. Alles mit Klamotten, Merch, alles war am Start, Alter. Ja, genau. Vor 13 Jahren fing hier alles an, der ganze Blödsinn. Und jetzt gehen wir zu Shang und ich bin gespannt, wie du ihn findest. Ne? Alles klar, bis gleich. Ja, die verstehen das nicht. Wenn du reinkommst und du siehst erstmal Shang, Alter, denkst du dir erstmal. Also ich war schon mit ein paar Leuten da, unter anderem auch mit Klaus Grill. Liebe Grüße gehen raus. Der dachte zuerst, ich will ihn verarschen und der landet im Toilettenhäuschen. Aber das. Wie schätzt der Eindruck? Hast du mir gesagt, Berlin sieht gammelig aus? Das ist szenetypisch, oder? Wie nennt sich das hier? Ich will es von vorne genießen. So eine Provokation. Ich kenne Toiletten, die sehen hübscher aus. Das Ding lief so gut, dass er vom Toilettenhäuschen jetzt sein eigenes Restaurant aufgemacht hat. Ja, 4 Monate hatte das Ding zu im Umbau. Es war eine Katastrophe für uns hier, also für mich auf jeden Fall. Weil ich wusste nicht mehr, was ich essen sollte. Seine Frau, die liefert mir immer den Döner, die ist schon langsam wie meine Schwester geworden. So. Weil ich habe den auch schon 100 Mal gegessen und das Geile ist halt die Soße. Und ich finde auch das Fleisch geil. Sieht aus wie ein Rattenspieß, aber wenn es isst, ist es einfach geil. Es hat was Besonderes. Und er hat halt so hauchdünn geschnittene Gurken. Kannst du durchgucken, wie in so einem Gurkensalat. Hier kannst du rauffahren, mein Bruder. Ja, ist einfach geil. Und ich bin gespannt, wo du den, also meine, du hast ja auch schon, bist Berliner seit Tag 1. Du hast auch schon genug Döner gegessen. Ich habe schon genug Döner gegessen, auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Mal gucken. Schick, oder? Schickst du uns wieder, wa? Wie früher. Oder wie früher? Hat sich nichts verändert, oder? Nee. Ja, Digga. Das war es früher, das Ding. Da ist jetzt wirklich ein Dönerladen reingegangen, aber das habe ich noch nie jemanden gesehen. No front, aber. Hast du mal probiert den Dönerladen? Ja, aber das, man muss sich einfach vorher informieren. Wir ne? gehen lieber nebenan rein. Nee, aber das ist Legende hier, Shang, ne? Und du kannst da nicht einfach hier einen Dönerladen aufmachen. Das funktioniert einfach nicht. So, komm. Okay. Guck mal da, die Leute, die stehen schon an. Hier kocht Mama. Da ist er nämlich. Hi. Ha, der beste Dönermann Deutschlands. Ne? Shang. Ha, da lacht er nur. Und das ist der Legendenspieß hier heute. Ah. Siehst du? Kann mich schon nicht mehr sehen, war schon zu oft hier. Mrs. Sporty. Ja, guck mal, das ist hier, ne? Das ist ein Konzept. Mrs. Sporty zusammen mit einem Vietnamesen und einem Dönerladen im einen. Ja, das ist es halt, ne? Das Regal ist im Regal, ne? Deswegen, wir essen hier einfach, ne? Würde ich sagen, wa? So.
China-Nudeln da im Döner gehabt mit den Kreuzchen? Du kannst, nee, du kannst China-Nudeln im Döner? Nee, du kannst auf jeden Fall gebratene Nudeln mit Dönerfleisch gibt es hier auf der Karte. Dann gibt es Eierreis mit Dönerfleisch. Okay. Dann gibt es dieses krosse Hähnchen. Aber gebratene Nudeln mit dem Hähnchen kross im Döner habe ich so noch nicht gegessen. Vielleicht oder einen Garnelen-Döner mal machen mit ihm. Ne? Schreibst du mal in die Kommentare auf, ob wir mal hier zu Shang sollen und einen Garnelen-Döner machen sollen. Das ist auch ganz geil, ne? Klingt richtig geil. Auf jeden Fall. Ein Garnelen-Döner. Hallo Shang, alles gut? Ja. Lieb ich, ne? Bester Mann. Wir hatten auch mal auf unserem Kanal mit Shang zusammen einen Shop-Sui-Döner. Da hat er schön im Wok, hat er hier sein ganzes Gemüse, ja, was er da hat, schön mit Hähnchenfleisch angebraten. Dann ab in den Döner rein, bisschen Zwiebeln und Eisbergsalat, Soße rüber, fertig. Der Chop Suey Döner. Gibt's mal einen, Werbe Beef Chop Suey Döner. Der war auch geil. Am besten ist der China-Teller dazu. Geil. Kommt egal, kleine Nostalgie-Folge. Ich habe jetzt ein paar Fotos von uns entdeckt. Scheiße, hast du die noch? Ich blende die mal hier ein paar ein. Ja. Und du warst dann dabei, als ich Kapital tätowiert habe. Ja, da gibt's auch noch ein paar Fotos. Mit dem gemacht, oder? Ja, genau. Ja, unter anderem das und ja, viele andere auch noch. Digga, das Foto hier ist auf jeden Fall erschreckend, Alter. Da war ich noch 100 Kilo weniger. Ja, Folge geht schon auf jeden Fall fast 10 Minuten. Wir stehen immer noch hier, weil der ist echt gefragt. Wir wollen alle Döner. Wir stehen auch alle anderen. Ja. Also im Endeffekt hat sowieso nur meine Meinung Gewicht für die Rangliste. Aber ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ob du meine Meinung unterstützt oder nicht. Wir warten immer noch. Wir warten immer noch. Hallo! Nee, bei Shang kann man auf jeden Fall auch vom Boden essen. Ist immer alles sehr, sehr sauber. Sieht immer alles sehr frisch aus, wie ihr seht. Ne? Top Ware hier bei Shang. So, zeig mal her, Shang. Ja. Wie das aussieht. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz, Pfeffer rüber. Und dann ist es das. Nein. Genau. Nochmal Knoblauchsoße rüber. Und zur Vollendung nochmal. Richtig. Nee, genau, kannst du so lassen. Das sieht ja mächtig aus, wa? Shang, der kann. Kennst du noch Trooper Dadon? Den? Trooper Dadon? Ja. Gibst ja mir richtig ganz egal wo. Wadam, wadam, wadam. Ja, kennst du ihn? Grüße geht raus. Mit ihm war ich hier und ich blende mal ganz kurz ein, was er zu dem Döner gesagt hat. Wenn ich den ersten Biss mit einem Wort beschreiben müsste. Mhm. Frisch. Voll, oder? Frisch. Mhm. Und das habe ich selten. Also das ist selten oder eigentlich noch nie die Assoziation beim Döneressen. Voll. Das ist die allerletzte Assoziation, die du hast. Frisch. Ja. Ich beiß hier rein und das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist frisch. Ja. Voll. Hast du sehr schön erklärt. So, jetzt reicht's mir für den Döneressen. Er macht dem Wort Döner alle Ehren wert. Dieser Mann ist also echt alle Ehren wert. Nee, wirklich alle Ehren wert. Fun Fact, der Döner wurde ja in Deutschland entwickelt und erfunden. Das, glaube ich, hast du auch schon durch in deiner Sendung. Ne? Mhm. Und da kann sich jeder der einschlägigen Döner-Männer hier mal eine Scheibe abschneiden von. Da muss ich erst in der Mäse kommen, der den Türken zeigt. Sage ich jetzt mal ganz frech. Jetzt gebe ich einem erwachsenen Menschen schon eine Anleitung für einen Döner. Ne? Lass mir da zeigen, wie man den isst. Ja, also ich saue mir das aber richtig ein. Beim ersten Bissen geht's noch. Und dann immer nachhinein. Zum Glück hat er ihn nicht so voll gemacht. Ja, zum Glück hat er nicht so voll gemacht. Alter. Ja, aber genießt er erstmal. Ich kenne den. Boah. Boah, da kommt gleich so ein Boah. Ich krieg mir ja die Soße im ersten Gesicht. Aber. Wie gesagt, ich hab's ja gerade eingeblendet. Trooper Dadon, sein erster Gedanke war. Frisch. Der schmeckt frisch. Ja, und diese Sauersoße, ne? Mhm. Die macht das Ding. Geil. 1A, Shang der Khan. Wir essen erstmal ein bisschen, kommen so ein bisschen rein und dann interviewe ich dich nochmal dazu. Ne? Wow, wow. Was ich auch stark finde hier ist, du hast hier richtig schöne, dunkle, rote, fleischige Tomaten drin. Ne? Auch diese richtig schönen, weißen Gemüsezwiebeln. Also das Ding strotzt vor Frische. Und du kannst durch diese Gurkenscheiben kannst du durchgucken. Ne? Digga, große Frage ist, bitte, mach dich mal so einen Keks rüber. Genau so. Und jetzt bewerte mal bitte die Knoblauchsoße. Für mich ist es mit Abstand die beste Soße, die ich je gegessen habe.
Da hast du eine Knoblauchfahne bis übermorgen. Das ist schlimm. Aber. Die ist so leicht. Die ist mega. Was? Ist krass. Wenn du Bock hast. Das ist richtig gut. Geil. Und das ist die Kräutersoße, die habe ich letztens mit Garnelen gegessen. Die kannst du auch mit Fisch essen. Die schmeckt wie so von so einem richtig geilen Fischbrötchen am Hafen. Aber auch geil zu Salat und zu Döner. Krass. Was? Ist anders. Was? Boah. Das macht süchtig, ne? Wirklich, aber wirklich. Das ist so krass, die Soße. Das ist auch mein dritter Schangdöner die Woche. Und der wird einfach nicht schlechter. Mein letztes Mal. Ich sag's euch, das ist es. Letztens meinte einer, das Fleisch könnte noch besser sein, aber ich sag euch, das sieht auf den ersten Blick, sieht das Fleisch erstmal, wenn es da am Spieß siehst, nicht so geil aus. Aber probier mal bitte nur das Fleisch. Ich finde, es hat auch einen eigenen Geschmack. Das ist gut. Hat so eine spezielle Würze. Schmeckt anders als woanders, wa? Sieht auch anders aus als woanders. Als wenn der Schangen auch seine Finger mit im Spiel hätte. Ein bisschen Sojasauce zugemischt hätte oder so. Da Sojasprossen drin verkleinert. Ja. Aber ist geil. Ja. Ich sag gerade, das Fleisch sieht aber auch nicht so gepanscht aus, weißt du? Wenn du das mal so anguckst. Wenn du mal so unter die Lupe nimmst, weißt du? Ja. Ja, auch saftig, fettig. Mhm. Ne? Ja. Hat Geschmack drin. Ja. Mir egal, Digga, das ist der Wahnsinn. Die Soße ist echt der Wahnsinn. Ja, und hier diese hauchdünnen Gurkenscheiben. Ne? Das macht es noch so geil. Hast du nicht irgendwelche Sticks drin, die so links und rechts ausfallen? So wie so ein Gurkensalat. Viel geiler. Ja. Und ich habe mir noch nie irgendwo in einem Dönerladen extra Soße bestellt und 10-mal über meinen Döner gekippt. Du? Nee, noch nie. Ja, immer muss ich immer. Ist ja schon fast alle. Guck dir mal an hier. Nee, aber die Soße ist echt Wahnsinn. Also. Schmeckt wirklich anders. Wirklich, wirklich anders. Ist sehr krass und total intensiv. Ja. Wochenmäßig, ne? Aber auch gleichzeitig so leicht, ne? Mhm. Ja, du hast ja auch gerade gesagt, deine Lieblingssoße ist so in Tegel, ne? Die Knoblauchsoße. Ich habe auch schon überlegt, also wenn es um Soßen wirklich geht, finde ich zum Beispiel Babas Döner richtig krass, die Knoblauchsoße. Auch Yemek finde ich richtig krass. Babas Döner ist auch gut. Ja, die Knoblauchsoße ist krass. Ja, Babas Döner ist auch geil, ja. Und Yemek finde ich die Knoblauchsoße auch heftig, aber nicht so geil wie die. Morgen. Adieu. Ja. Ja, super. Ja, so, wir haben gleich noch die Ehre, eine zweite Folge zu drehen, weil wir sind ja beide immer viel beschäftigt. Und wenn wir hier schon mal beide beisammen sind, dann mein Herz. Können wir auch mal gleich zwei Folgen drehen. Oder? Genau, richtig. Ja, deutsche Küche drehen wir jetzt zusammen. Da hast du Bock drauf, ne? Der Daniel und der Daniel. Die Daniels. Ja, ey, warte mal kurz. Was würdest du dem Döner geben? 1 bis 10. Auf jeden Fall eine glatte 9. Zu 100%. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also die Soße sogar eine 10. Von der Knoblauchsoße her. Mhm. Aber auch Salat ist frisch. Was könnte man da besser machen? Finde ich eigentlich gar nichts. Also die Gurken sind schön dünn. Ne? Ja. Tomaten sind knackig rot. Also bei den Gurken hast du halt nicht so kleine Stücken wie bei den anderen Dönerläden. Da hast du die Scheibchen drin, ne? Hauchdünne. Und das macht es aus. Finde ich geil. Warum keine 10? Warum keine 10? Ja, komm, geh mal in die 10. Echt? Ja. Das ist schon eine 10? Eine 10 kann ich. Ja, wirklich, muss echt sagen, das ist geil. Das Brot ist auch knackig gewesen. Ja. Das ist halt bei manchen Dönern den auch. War einfach grundlegend geil, wa? War grundlegend geil. Was würdest du besser machen? Ich würde noch ein paar Poster aufhängen. Das ist eigentlich das Einzige. Ja. Ja, wirklich. Ein paar Poster würde ich aufhängen. Von was? Nackten Frauen? Von Knoblauchsoßen oder so. Nein, aber wirklich, also von Döner super, auf jeden Fall. Ja, also ich gebe den, damit wir auf jeden Fall noch Luft nach oben haben, weil wir wollen es ja hier noch eine Weile machen und noch ein bisschen durch Deutschland reisen. Aber das ist natürlich mein absoluter Lieblingsdöner. Ja. Auch wenn ich mich zurückerinnere an alle anderen Döner, die ich bis jetzt gegessen habe, deutschlandweit, will ich immer wieder auf diesen zurückgreifen. Deswegen gebe ich den einfach safe eine 9,3. Und an alle anderen selbstvernannten Döner-Tester da draußen, kommt vorbei. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Döner sagt. Ne? Shang. War noch keiner hier, außer ich. Shang, der kann. Genau. 9,3. Damit Platz 1 im Döner-Ranking. Mal sehen, wie lange. Ne? Alles klar. Jetzt zweite Folge. Ne? Freu mich. Genau. Wir können glatt schon wieder reingehen und die Soße fressen. Ne? Nee, wirklich. Die ist krass. So frisch und so lecker. Das ist. Er wollte sich die also so eine Knoblauchsoße habe ich noch nicht gegessen. Seid ihr ehrlich? Er wollte sich die gerade schon in seine Fanta-Exotik-Dose abfüllen. Naja, vor unterwegs, weißt du, ein bisschen weiter in der Dose ist immer gut.